Hallo, mein Name ist Peter von Hemm. Wir sind hier kurz vor Büsum an der Nordsee und heute sind wir in der Kohlernte. Wir sind ein Mischbetrieb mit Mastrindern, Mutterschafen, Gemüseanbau und Getreideanbau. Wir bauen 26 Hektar Kohl an dieses Jahr. Das sind circa 700.000 Köpfe, die gepflanzt werden, gepflegt werden und auch geerntet werden. Wir haben rumänische Landsleute, die uns bei der Kohlernte unterstützen. Und wir sind von Anfang Oktober bis Mitte, Ende November in der Kohlernte. Dieses Jahr war ein anstrengendes Jahr zum Anbau. Wir kamen aus einem nassen Winter in ein sehr trockenes Frühjahr. Wir haben diesen Kohl hier am 20. Mai gepflanzt und da hatten wir auch noch am 22. Regen, 5 mm. Und danach hatten wir wirklich 6 Wochen absolut keinen Regen, was für die Entwicklung der Pflanze schon Stress war. Der große Regen kam dann im August und da musste die Pflanze viel aufholen und hier auf dem Betrieb hatten wir Angst, dass der Kohl krank wird, weil er so viel Stress hat und auch mal so viel Niederschlag hatte. Er hat sich aber gut zurechtgewachsen und wie wir am 4. Oktober anfingen mit der Ernte, hatten wir erst noch 4 kleine Ware, aber das war halt einfach nicht zu vermeiden nach diesem anstrengenden Jahr. Und zwischendurch, auch wenn man dann hier nachher guckt, so die Blätter, die dann so lila sind, das ist tatsächlich Staunässe, wo das Wasser einfach länger stand und der Kohl dann ja abgesoffen ist, wie man es sagen kann. Der Kohl, das ist alles große Ware. Große Ware heißt, das ist alles plus 3 Kilo. Der wird nachher zu Salat oder Sauerkraut verarbeitet. Es gibt dann noch Handelsware. Das ist kleiner Kohl von 1,5 bis 2 bis 3 Kilo. Und der kommt dann meistens in Säcke oder in Steigen und wird im Laden präsentiert. Bei der Kleinware pflanzt man zwischen 44.000 und 55.000 Pflanzen auf dem Hektar. Bei der großen Ware, beim großen Kohl, sind wir zwischen 25.000 und 30.000 Pflanzen auf dem Hektar. Das heißt, beim Kleinkohl muss man auch einplanen, dass man länger dran schneidet, dass man länger braucht, ihn aufzubereiten. Das ist arbeitsintensiver. Genau, und beim großen Kohl geht das. Wir schaffen am Tag mit 10 Leuten 0,7 Hektar. Ein guter Schneider schneidet zwischen 6 und 8 Tonnen, wenn es gut läuft. Man hat meistens in der rechten Hand das Messer und in der linken Hand nimmt man den Kopf so ein bisschen zur Seite, nimmt ein Blatt so mit der Hand weg und schneidet ihn, man sticht ihn, man schneidet ihn nicht, man sticht ihn und nimmt ihn dann so auf und dann soll man ihn rübergeben und dann kommt das Allerwichtigste, das Packen ist eigentlich mit der anstrengendste Part. Ein guter Packer hat er schwieriger als ein Schneider, weil der wirklich mit beiden Händen den Kohl wie ein rohes Ei in die Kiste packt, damit er nicht schlecht wird. Weil umso mehr Stöße oder er Beschädigungen hat, umso schneller wird er schlecht und schimmelt im Lager. Zwei Kisten stehen immer auf einem Rondel und das drehen wir dann, wenn eine Kiste voll ist. Einfach aus dem Punkt, dass wir mehr mitkriegen und mehr schaffen. Und das Allerwichtigste ist bei so einer Kohlkarre ist tatsächlich, dass der Unterbau einfach ein Schlitten ist. Weil wenn das jetzt so nass ist, Kohl kann man immer ernten, kann man die Kohlkarre über den Boden wegziehen. Wir kriegen jetzt im November 14,5 Cent pro Kilo. Das ist eine knappe Rechnung. Mein Kohl findet man wahrscheinlich in der Verpackung im Sauerkraut oder in der Salatware. Kohl ist natürlich super gesund. Mein Lieblingsgericht tatsächlich ist Kohlroulade. Und ja, das schmeckt einfach am besten. Wenn das passt, kommt das Hack auch vom eigenen Rind. Also sprich, jetzt alles, was auf dem Teller ist, von unserem Feld hier. Wenn sogar der Nachbar unser Kartoffelbetrieb nebenan die Kartoffeln hier auf dem Land angebaut hat, ist wirklich alles von unserer Fläche. Wir sind ja hier in Norddeutschland, hier besonders in Dithmarschen, das größte zusammenhängende Kohlanbaugebiet. Das ist schon eine Besonderheit. Ich glaube, hier werden in der Zeit 90 Millionen Köpfe geerntet. Natürlich gibt es auch noch Wirsing, Rosenkohl, Blumenkohl, Brokkoli, aber der Kopfkohl ist schon unser Markenzeichen. Für mich ist die Landwirtschaft eine Berufung und auch eine Leidenschaft. Für mich ist das Herzblut und ich bin hundertprozentiger Landwirt. Ich finde es immer wieder erstaunt, wie der Kohl aus so einer kleinen Pflanze zu so einem 5-6 Kilo Kopf wächst oder auch wie das Getreide wächst oder wie die Rinder auf der Weide gedeihen. Das ist immer wieder beeindruckend. Auch die Herausforderungen, die jedes Jahr neu sind oder anders sind, finde ich einfach, das treibt mich an, da das Beste rauszuholen.